Zum 15. Mal veranstalten das Bistum Trier und die Evangelische Kirche im Rheinland vom 4. März bis 1. April die Aktion Autofasten. Autofahrerinnen und Autofahrer sind eingeladen, ihr Fahrzeug möglichst oft stehen zu lassen und ihre täglichen Wege zur Arbeit, zur Freizeitgestaltung oder zum Einkaufen möglichst klimaschonend mit Bus, Bahn, Fahrrad oder zu Fuß zurückzulegen. Also die Aktion Autofasten hilft, sich bewusst zu machen, wo wir begrenzt sind, wo wir frei sein können. Und das Autofahren macht ja nicht nur frei, sondern es macht auch abhängig. Es begrenzt uns ein. Und Gelegenheiten wahrzunehmen, aufs Auto zu verzichten, schafft auch wieder Freiheit zu finden. Freiheit für sich selbst, Freiheit zum Lesen, zum in die Gegend gucken, was wir beim Autofahren ja gar nicht können. Also es geht darum, bewusster zu werden. Die vierwöchige Aktion soll Alternativen zum täglichen Autogebrauch aufzeigen. Seit dem Start 1998 haben rund 18.000 Menschen an der Aktion teilgenommen. Anmeldeschluss für die aktuelle Aktion ist der 27. Februar.